Ich habe meinen Vater verloren, als ich klein war, und bin dann mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen und habe nie eine Therapie gemacht. Und das hat mich dann bis in mein erwachsenes Alter mich verfolgt praktisch. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Weil ich wusste, irgendwas passt nicht so ganz in mir oder irgendwas fühlt sich nicht so gut an. Hatte eine Wut in mir, die ich nicht zuordnen konnte, wo die herkam. Zerrissenheit, große Zerrissenheit, Schmerz, seelischen Schmerz, tief. Und ich konnte das alles nicht zuordnen. Und war mir auch unbewusst, genau, wo das alles herkommt. Ich wusste nur, dass irgendwas nicht stimmt. Und genau, dann hab ich zum Glück sie gefunden. Waren sehr, sehr, sehr viele Aha-Momente. Jetzt wird wahrscheinlich das Bewusstsein. Das ist so eine spannende Reise. Also erstmal lerne ich mich selber von einer ganz anderen Seite kennen. Also eine Verbundenheit zu mir selber, wo ich angefangen habe, mich selber zu sehen, war einer der größten Aha-Momente, dass ich mehr in die Liebe mit mir selber gehen kann, die Vergebung und mich mehr als meine als wie eine Freundin zu sehen, als irgendwie ein Gegner. Das war definitiv ein großer Aha-Moment. Habe ja auch, wir haben einen Teil Familientherapie gemacht. Ich bin ja alleine gekommen und dann, sie waren immer so super flexibel und dann haben wir auf einmal meine Mama mit da reingenommen, weil die mitmachen wollte und war offen dafür. Was uns unglaublich weitergebracht hat. Wir sind jetzt miteinander verbunden, dass wir miteinander freuen, uns Weihnachten zusammen zu verbringen, was vorher mal eines meiner größten Nightmares war. Ja. Und ja, das war ein riesengroßer Aha-Moment zu sehen, dass meine Mutter genauso ihrem Schicksal ausgeliefert war. Wie ich meinem. Und das hat viel Vergebung und Liebe in unsere Beziehung gebracht. Und das war unglaublich bereichernd, also ganz wichtig für mein Leben auf jeden Fall gewesen. Oder ist es jetzt gerade? Genau. Ja. Bewusstsein immer wieder, viele Dinge, die ich mit meinem Vater auch aufgearbeitet habe, jetzt vor allem in dem letzten Monat. Ja, Gedanken zu sehen, dass ich mich entscheiden kann, ist das Glas halb voll oder halb leer? Es war wirklich ein unglaublicher Prozess. Bis hierhin und wie viel wir oder wie viel ich geschafft habe in diesem, also jetzt knapp über ein Jahr, glaube ich, ist ja, also ich bin unglaublich dankbar und froh, so eine tolle Unterstützung gehabt zu haben, weil alleine hätte ich das nie so hinbekommen, auf jeden Fall und vor allem nicht so schnell. Für mich war unglaublich schön, den WhatsApp-Support zu haben. Das hat mir sehr geholfen. Vor allem am Anfang auch. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich da reingekommen bin. Aber das war sehr wertvoll, weil als der Prozess dann losging in mir, habe ich das immer mehr und mehr angenommen. Es war einfach. Und weil genau der Prozess, der bei mir war es halt so, der ist dann irgendwann, es geht dann los, man kann es nicht steuern, wann Sachen aufkommen. Es ist dann irgendwie mitten in der Nacht oder früh am Morgens oder am Abend. Und
das war dann gut, wo ich dann manchmal Hilfe brauchte oder einfach was loswerden wollte, was man dann bei der nächsten Sitzung praktisch aufnehmen kann, wo ich das dann einfach kurz per Sprachnachricht an sie schicken konnte oder auch einfach mal was tippen konnte. Das hat mich, das war sehr, sehr hilfreich für mich. Also ich würde das Institut auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe es auch schon an sämtliche Freunde, meine Mutter weiterempfohlen. Und ja, es ist einfach die beste Investition, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Auf jeden Fall. Das Ding bei Trauma bei mir war, ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war mir nicht bewusst, dass ich was hatte. Ich habe das nur diesen Schmerz, dieses Unwohlsein gefühlt in mir. Und ich würde es an jeden weiterempfehlen, der sich damit identifizieren kann. Der denkt, ach, was ist dieses Gefühl in mir? Stimmt da vielleicht irgendwas nicht? Oder ist diese Traurigkeit? Genau, an jeden würde ich das weiterempfehlen eigentlich. Und auf jeden Fall an Familien, als einzelne Leute, an Männer, Frauen, Kinder, an alle. Ja. Okay. Ja. Ja, lieben Dank. Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen vielmals.